Ugh, no fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Na toll, wer war das denn jetzt? Nobody messes with me, bitch. Okay, überlegen wir mal, mit wem haben wir es uns bisher verschissen? Da fallen mir auf Anhieb nur zwei Personen ein. David Madsen und Nathan Prescott. Und David Madsen würde sowas natürlich nicht machen. Das hätte er ja nichts von. Also bleibt er nicht nur Nathan Prescott. Oder jemand, den wir noch nicht kennen. Der aber schon im Hintergrund irgendwas mitgekriegt hat oder so. Dass wir irgendwie Sachen machen, die demjenigen oder derjenigen nicht gefallen oder so. Aber wahrscheinlich... Keine Ahnung, das deutet wahrscheinlich eher auf Nathan hin, nehme ich an. Oh shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Ja, okay, das hängt damit zusammen. Es ist also Nathan, also zumindest Max scheint sich auch sicher zu sein. So, was haben wir hier? Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. Ja, das ist ein sehr spezieller Stil, würde ich sagen, nichts für mich. Man, this could ja, almost ich, be art ich hab if gedacht, it wasn't ja, so ja, fucking sorry. Sick and disturbed. Ich dachte, sie würde irgendwas anderes sagen. So, weg damit. So, da liegt's jetzt. Man, this could almost natürlich be sagt art sie nochmal das Gleiche. If it wasn't so fucking sick and disturbed. Ja, ich weiß. Finde ich auch. Also, dass es Kunst ist, ja, okay. Alles kann Kunst sein. Selbst das Abgefahrenste in dem Fall. So, ja. Jetzt gilt es, das Buch zu finden. My desk is a pigsty, but I know it ain't there. Sicher? Na gut. Gut, wenn ich, also ich hab Schwierigkeiten damit, Ordnung zu halten. Und, wenn ich dann was suche, auch wenn es nicht aufgeräumt ist, ich weiß meistens, wo ich es hingelegt hat, ja. Wenn aber jemand anders das in der Zwischenzeit woanders hingetan hat, ja, dann ist es natürlich weg. Ja, auch wenn es jemals an den Platz zurückgeräumt hat. Aber wenn es nicht da ist, wo ich es hingelegt habe, und ich halte zwar Unordnung, aber ich weiß, wo meine Sachen sind, wenn ich sie da hinlege. Ja, wie gesagt. Ich beherrsche meine Unordnung. So. Max, ihre anscheinend auch, denn sie weiß, dass das Buch nicht dort ist. Vielleicht ist es ja hier. And nothing here. Okay, hier ist auch nichts. No book here. Und das... Die gesuchte Sache ist immer da, wo man zuletzt sucht. Ne? Ist ja auch schon aufgefallen, immer wenn du was suchst. Du findest das immer da, wo du als letztes danach gesucht hast. Also immer an dem Ort, an dem du als letztes guckst, da ist es dann. Immer das Gleiche. Of course she just spilled soda on Kate's book. Better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Ja, war ja klar. Witzig wäre nur, wenn wir das jetzt so lassen könnten. Geben wir Kate so ein vollgesaugtes Buch voll mit klebrigem Saft. Oder was auch immer das war. Ja, ich weiß, ich muss zurückspulen. Be gone, foul soft drink. Ha, ich mag solche Spielereien, also solche Sätze meine ich jetzt. This is such a wise, wistful book. I have to read way more Bradbury. Hat sie gerade Bradbury gesagt? Das klang aber... Egal. Aha, you sneaky book. You're mine. Ich mag das. So... Gut. Dann
wird es Zeit, sich anzuziehen und zu Kate zu gehen, die sicher wartet. Und zwar hier. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Jo. Und? Now I can finally take this back to Kate before I'm late. Ja. As if I have to worry about being late anymore. I do have all the time in the world now. Theoretisch schon, ja. Ha, wir können den hier machen. Kann ich auch theoretisch die Klamotten sozusagen auf diese Weise wieder ausziehen? Theoretisch müsste sie die Klamotten jetzt wieder ausgezogen haben. Aber sie hat sie immer noch an. Hm, okay. Also das, was sie bei sich trägt, das bleibt bei ihr. Die Frage ist nur, was ist jetzt mit dem Schlafanzug passiert? Denn... Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also sie hatte den Schlafanzug an, hat ihn ausgezogen, hat ihr Outfit für den heutigen Tag angezogen, ja? So. Das heißt, der müsste jetzt irgendwo hier rumliegen. Ja? Beim Zurückspulen hat sie aber ihre Klamotten, die sie bei sich trägt, behalten. Aber da müsste ja theoretisch der Schlafanzug zurückgespult worden sein. Das heißt, er müsste wieder an Max zurückgewandert sein. Das heißt, sie müsste doch theoretisch den Schlafanzug jetzt runter haben. Oder er müsste jetzt da an der Stelle rumschweben, wo Max stand, als sie sich umgezogen hat. Ja, theoretisch zumindest. Keine Ahnung. Muss man so alles durchdenken? Ich weiß nicht. Ich finde es auf jeden Fall witzig. Ja, ich meine, das Buch hat sie ja auch immer noch. Obwohl, so weit bin ich gar nicht zurück. Ja. Ja, wie auch immer. Guck mal, das sieht immer noch so aus. Nee, ist der Schatten, ne? Sieht aber irgendwie immer noch so aus, als wäre der Saft oder was auch immer, das ist immer noch verschüttet. Naja, egal. Jedenfalls fehlt jetzt nur noch eine Sache. Und zwar die. Kate needs her book back. And since I'm going to be her new ally, I better get on the ball. Ja, ja. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Meanwhile, my guitar gently sleeps. While my guitar gently weeps. Da 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 und so weiter, ne? Kennt jemand? Also wer das nicht kennt, der lebt vielleicht auf einem anderen Planeten oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls, while my guitar gently weeps. Von den Beatles, genauer gesagt George Harrison, von dem weißen Album von den Beatles, ne, das einfach nur The Beatles heißt, oder aber auch weißes Album genannt wird, weil das Cover einfach nur weiß ist und so, ne. Ich habe es ja angekündigt, also es gibt einige Beatles Anspielungen, die mir als Beatle-Fan aufgefallen sind, ist eigentlich wohl und immer noch hier. Das war ja zuerst dieses, diese Zeile aus Love You Too, die so leicht abgeändert mir aufgefallen ist, ne? Das, was Victoria gesagt hat. Was hat sie nochmal gesagt? Irgendwas mit Hang a Sign on Me. Und das habe ich sonst noch. Das schien mir an, vorzukommen wie eine Redewendung. Und die habe ich bisher nur bei Love You Too, auch von George Harrison. Also von den Beatles, von aus der Feder von George Harrison gehört. Naja. Wegen You Don't Get Time to Hang a Sign on Me und so, ne? Geht jetzt an der Stelle. Nur mit Melodie. Die habe ich jetzt mal kurz weggelassen. Warren scheint nicht mehr da zu sein. Zumindest habe ich ihn gerade nicht gesehen. Kate needs her book back. And since I'm going to be her new ally, I better get on the ball. Ja. Ja, was wollte ich? Worauf wollte ich hinaus? Also, wer bei der letzten Episode schon dabei war, der könnte ja jetzt eine Vermutung haben, was jetzt folgt. Something good, oh, something good, oh, something good.
something good tonight will make me forget about you for now. Get high, hit the floor before you go. Matador and staccato, you're my blood sport. But something good, oh, something good, oh, something good, oh, something good tonight will make me forget about you for now. Seeds, bleeds and roars for my memories of you. Now that I'm fully clean, the matador is no more distracted from view. Get high, hit the floor before you go. Matador, estacada, you're my blood sport. 48,000 seeds, bleeds and roars for my memories of you. Now that I am clean, the matador is no more an distract from you, but something good. Oh, something good. Oh, something good. Oh, something good tonight will make me forget about you for now. Sorry, das musste sein. ja, okay, aber jetzt können wir wirklich zu Kate gehen. Sie wartet immer noch. Also, wie gesagt, wir wollen ihr ja nicht zur Last fallen. Sie braucht das Buch. Kann ich mich immer noch hier umsehen? Unbekannte Nummer? Einen Moment. Ah, natürlich klicke ich genau in dem Moment auf die Taste, in der diese Einblendung verschwindet. So, hier. Halt deine große Klappe, oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Also wieder gilt, überlegen wir, mit wem wir uns jetzt angelegt haben bisher. Mir fallen nur zwei Leute ein, ja. Und, David Madsen würde nicht sagen, dass wir die Klappe halten sollen, ne? Von ihm würden eher andere Sachen kommen, also... sowas, keine Ahnung. Wie dass er uns beobachtet oder sowas vielleicht. Das wird wahrscheinlich Nathan sein oder wieder jemand, den wir nicht kennen. Denn wir kennen ja, wie man hier sieht, auch noch nicht alle. Da fehlen noch Leute. Wer weiß. Wir werden sehen. Oder auch nicht. Shit. Now I'm getting anonymous threats. It never ends. This has to be from Nathan. But it could be anybody. I better be doubly careful around here, or I could be in serious danger. If I'm not already. Ja, ich meine, es könnte natürlich auch theoretisch von jemanden kommen, den wir schon kennen. Nur von dem wir noch nicht vermuten, dass er da mit drin hängt oder dass wir ihm auf die Nerven gehen. Weiß ich nicht.
Hier scheint nichts zu sein. Ich trödel schon wieder rum, ne? Obwohl ich doch eigentlich nur zu Kate gehen muss. Um ihr Buch zurückzugeben. Und die Gelegenheit zu nutzen, mal ein bisschen mit ihr zu reden, in der Hoffnung, dass sie das etwas aufbaut. Oder dass wir vielleicht erfahren, wie es genau dazu kommen konnte, was da wohl umgeht. Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Boah, es ist dunkel. Hat die Jalousien runtergezogen? Den Spiegel zugehängt? Why did she cover up the mirror? She can't look at herself? Und die Musik, ey. Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. Naja, jetzt anscheinend nicht mehr so, ne? Oh. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Ich nehme einfach mal die Freiheit raus, wieder herumzuschnüffeln und ihre Nachrichten zu lesen, die eigentlich privat sein sollten. Betreff, ruf uns an. Kate, dein Vater und ich haben einen verstörenden Anruf von Direktor Wells bezüglich eines Partyvideos von dir erhalten. Unsere Bedenken, dich an Blackwell zu schicken, scheinen berechtigt. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an, damit wir dies ausführlich besprechen können. Ich hoffe, du hast keine Schande über dich oder unsere Familie gebracht. Wir beten für dich und ich erwarte, dass du Gott um Vergebung bittest. Deine Mutter. Boah. Weißt du, da kriegt die Probleme und die Mutter haut noch drauf mit solchen Geschichten. Ey, das ist doch mies. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Ja, ich habe noch eine Vermutung, warum. Boah. Also stell ich mir cool vor, also wenn sie das wirklich gut kann, ne, dann ist es bestimmt... Weißt du, da wacht man wahrscheinlich morgens auf und dann spielt gegenüber jemand Violine. Hoffentlich auch noch ziemlich gut. Ich nehme mal an, dass sie das gut kann. Sie wirkt auch fleißig, bei was solches angeht. Also kann ich mir zumindest vorstellen. That's a lot of tears. She's going to go through boxes. Kate really has a doting father. Immerhin. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Johannes 1,5. Katie, du wirst immer mein hellstes Licht gegen die Dunkelheit sein. Umarmungen und Küsse, Papa. Ja, immerhin. Da ist die Mutter vielleicht eine Idiotin, aber anscheinend ist der Papa wenigstens keiner. So. Ach, den kenne ich. Hey, I'm trying to use my powers for good. Oh. That is the cutest bunny ever. I bet Kate is a good mommy. Erstmal dieses nervöse Tierchen fotografieren. Herzinfarkt, tot. So, solche Tiere sollen ja, glaube ich, recht empfindlich sein, was das angeht. Okay, das erste Bild dieser Episode. Wir haben nur noch einen Brief. Ouch. She left out Amnation. Liebe Katie, sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt deines Videos vorbereiten können. Wie die Hure Jezebel, oder ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch ausspricht. Weil ich, keine Ahnung, ich weiß gerade nur die englische Aussprachevariante, zeigst du dich vor den Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Höllenfeuer beten. Tante Marsh. Warum heißt die Tante nur Marsh? Wenn die Tante doch genauso heißt wie sie selbst, also mit Nachnamen, ne, dann ist das doch, weiß ich nicht. Also ich nenne keine von meinen Tanten mit dem Nachnamen ausschließlich. Das käme mir irgendwie merkwürdig vor.
Good lord. This must be Kate's H.R. Geiger period. Krass. Wobei meine Tanten auch alle einen anderen Namen haben als ich. Also ich meine Nachnamen, Vorname sowieso. Ja, Giga oder wie hieß der Typ da? Ist doch so ein, so, war das nicht so ein Schweizer oder sowas? Ist nicht gestorben oder sowas? Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so gut aus, der Typ. Also mit den Typen. Ich glaube sogar, der hat zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel spielt, noch gelebt und ist aber in den letzten Jahren irgendwann gestorben. Ich glaube es, ich habe mal recherchiert. Ich meine, ich würde den sonst gar nicht kennen. Wenn ich ehrlich bin. Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Glücklich. Und das sind wohl die Schwestern, nehme ich an. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Until lately. Kate's room is usually immaculate. For her, this must be a pigsty. Flugblatt? Maybe Kate has a split personality. Church girl by day, party monster by night. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nicht, wenn sie sich so dafür einsetzt. Für solche Geschichten hier. Denn das kommt ja von ihr, soweit ich weiß. Ja. Damn, it's the all-American zombie family. Ja, sieht schon ein bisschen gruselig aus, ne? Aber wir haben gelernt, der Vater ist ganz okay. Die Mutter vielleicht weniger. Die Schwestern, ach, die Schwestern sind bestimmt auch super. So. Eine Bibel. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. So, sie hat sich ein paar Sachen rausgeschrieben. Matthäus 11,28. Ja. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Genau. Auf Deutsch sieht es ein bisschen anders aus. Es liegt halt einfach da rein. Ja. Das ist halt die, die Übersetzungen sind teilweise Jahrhunderte alt und sowas. Und da klingen die dann in der Übersetzung ein bisschen anders. Naja. Und hier, when justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to the evil doers. Es ist dem Gerechten eine Freude zu tun, was recht ist, aber eine Furcht den Übeltätern. Okay, da muss ich jetzt sagen, in der Übersetzung klingt der Satz ganz anders. Also wenn ich jetzt mal... Es ist dem Gerechten eine Freude zu tun, was recht ist, aber eine Furcht den Übeltätern. Also der, wie gesagt, der englische Satz klingt ganz anders. Wenn Gerechtigkeit geschieht, ja, oder gemacht wird, dann bringt es Freude den Gerechten und, ja, Terror, wie auch immer, Terror, halt was Schlechtes, oder Furcht, Schrecken, den Bösen sozusagen. Ich finde, das klingt irgendwie ein bisschen anders. Moment. Ja, ich finde irgendwie... Naja, egal. Das war... Keine Ahnung. Was war derjenige, der die Bibel übersetzt hat? Der ist dafür verantwortlich, dass es jetzt so für meine Ohren irgendwie anders klingt. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das gerade denkt. So nach dem Motto, ja, wenn was Gutes passiert... Also wenn jemand Recht tut, dann bringt es auch Gerechtigkeit und Böses wird bestraft oder sowas. So klingt das gerade. Ja. Hat sie jedenfalls durchgestrichen, anscheinend glaubt sie daran nicht mehr. Vielleicht zweifelt sie ja. Sogar, nee,
Wobei ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen kann. Bei ihrer Sozialisation in dieser Familie. Ich meine, die ganze Familie ist so, auf diese Weise, so fromm. So, ja. Ja, das passt, trifft's eigentlich. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Da gibt's ja auch ganz, ganz krasse Kandidaten in den USA, ne? Die das sehr ernst nehmen. Vielleicht manchmal ein bisschen zu ernst. Nun. So, Kate, wird mal Zeit, mit dir zu reden. Deswegen bin ich ja eigentlich, abgesehen von dem Buch, bin ich ja deswegen zu dir gekommen. Poor Kate. She doesn't look good. Hey, Kate. I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? Das klingt jetzt fast wie ein Vorwurf. War das denn nicht gut? Ich hasse diese Idioten. Ich hatte keine Wahl. I had no choice. David Madsen is an asshole. You had the choice to not get involved. Nobody here seems to care about anybody. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Mhm. Ja gut, wegen dem Video wahrscheinlich. Das klingt jetzt so, als würde sie uns Vorwürfe machen dafür, dass sie, dass wir ihr geholfen haben, wobei sie sich gestern noch bedankt hat. Warum denkt er das? Das würde mich interessieren. Why does he think that? Because he saw the video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Okay, wir wissen ja ungefähr, dass also zumindest hat Victoria das gesagt. Ich meine, wir haben ja auch schon von Chloe gehört, dass Nathan mit Drogen hantiert. Und Victoria hat das ja auch gesagt, dass sie sich sicher ist, dass Nathan das war. Auch wenn sie es Max nicht sagen wollte, aber Max hat es halt gehört. An der Stelle. Ja, okay, das ergibt auf jeden Fall schon mal Sinn. Ja, das klingt auf jeden Fall nicht nach dir. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Naja, vielleicht hat er eine gereicht. Also, wenn er manipuliert ist. Also, ansonsten ist es ja nicht genug, um betrunken zu sein. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott. Aber jetzt ernsthaft, der hat, also das ist jetzt mal der Beweis. Ich meine, kann man sich vorstellen, wenn er sie erst, also so wie das klingt, ne, dass er sie erst mal, ja, wie sagt man, dass sie ihr was untermischt, ja? Und dann bringt er sie, dann tut er so, als wäre er so toll und würde sie zur Notaufnahme bringen, oder was? Nathan Prescott. Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... Bist du sicher? Ja, was denn sonst? Egal. Are you sure? Of course. You think I'm making this crap up. Why? No, I'm just being deductive, as usual. Then what happened?
That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here, near my bag. Ja, also das mit den viralen Videos ist so eine Sache, ne? Wenn es sich verbreitet, dann... Ich glaube nicht, dass man das wegkriegt. Aber das kann man eher so nicht sagen, oder? Das würde ja auch nichts verbessern. Jesus, this is intense. If Kate wasn't out of it and is actually telling the truth? Ja, ich denke mal schon, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich Dinge ausdenkt. Ich werde an der Stelle nochmal zurückgehen und nochmal die anderen Gesprächsmöglichkeiten nehmen. Deswegen habe ich vorhin auch was gesagt, was ich eigentlich nicht hätte sagen wollen. Mit dem bist du sicher? Weil ich mir gleich sicher war, ich möchte das nochmal durchgehen, das Gespräch mit den anderen Optionen. Vielleicht hat sie ja noch ein paar andere Dinge zu sagen. Irgendwas Interessantes. Wir können jetzt überspringen hier. Ich hasse diese Idioten. Also wegen David und dem, ne, und dem Einmischen. I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So. Er denkt, sie wird Mitglied des Wordcakes-Clubs. Wir haben das warum gefragt? Wegen dem Video. Das habe ich mir aber auch vorher schon gedacht. So, was ist mit dem Video? Hast du mit ihnen gefeiert? Did you party with them? I went to a Vortex Club party against my better judgment. Not my scene at all. You know how humiliating... So, klingt nicht nach, die haben wir beim letzten Mal gesagt. Warum bist du hingegangen? So, why would you go? Lapse of sanity? I just thought I could meet some new people. You have to tell me more than that. Das dachte sich Max, also dachten wir uns als Max auch wahrscheinlich. Also habe ich zumindest vorhin, also wegen Dana und der Halloween-Party, da habe ich ja auch gerade gesagt, ne, dass man diese Gelegenheit nutzen kann, sich vielleicht mal ein bisschen unter die Leute zu mischen. Ja. Bist du sicher? Also wegen dem. Nur ein Glas Rotwein. Are you sure it was just one sip? I take a sip at church. Okay. Da war nichts Neues dabei. Go. So, Ach so, wegen dem na, Notaufnahme. Ich habe immer nur dieses ER, dieses englische Emergency Room im Kopf. Bist du hingegangen? Did you go? Definitely not. I'm not sure where I went. What do you remember about that? All I recall is drive. Okay, sie war sich also sicher, dass es nicht die Notaufnahme war, wo sie gelandet ist. Und das wollte ich fragen. And? That's all I remember. I don't know what happened. Kate. Okay, und jetzt noch eine Variante, also eine, na, weiß schon, einmal noch. Da waren nämlich manchmal drei Möglichkeiten. Man erfährt ja immer noch ein paar Kleinigkeiten dazu, deswegen wollte ich die Gelegenheit unbedingt nutzen. Nein, wozu hat Max bitte schön die Fähigkeit, das zu tun? Auf geht's, letzte Runde. So, ja. Hier kennen wir schon alles. So, hast du mit ihnen gefeiert? Warum? Warum bleibt noch, ne?
Nee, was ist mit dem Video? Mann, was habe ich jetzt gefragt? Was ist mit dem Video? What about this video? And I swear I haven't watched it. I can't even watch it, Max. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das könnte ich auch nicht. Vor allem in der Situation, in der sie jetzt dadurch ist. Oh, hier haben wir noch mehr Möglichkeiten. Sollte ich es mir ansehen? Should I watch it? Just for posterity? Are you kidding? You know how he... So, das ist grauenhaft. That's awful. So, how did that happen? It's a long story. I'm still trying to sort it all out. You have to tell me more than that. No. Go. So, wie schlecht ging's dir? How sick were you? Sick enough to need a doctor. I thought I was dying, Max. So, Nathan didn't take you to the ER. All I recall is driving for a long time. Okay. Go. Also, es war wirklich krass. Okay, haben wir noch eine Gesprächsoption war doch noch übrig. Einen Moment. Okay, es war also sehr ernst und sie bestellt sozusagen mit dem... Also sie war völlig raus. Nach diesem einen wahrscheinlich manipulierten Glas, nehme ich an. Also ja, okay. Wie gesagt, eine Sache fehlt noch. Ich besuche mich zu beeilen, damit ich nur diesen einen Satz oder was auch immer noch fehlt, den ich hören will. Und zwar hier, was mit dem Video? So, nur mal, um sicherzustellen, ich werde das Video nicht sehen. I won't either. Thank you, Max. You know how humiliating. Das war's eigentlich schon. Das ist grauenhaft. Achso, das ist nicht genug, um betrunken zu sein. Wie schlecht ging's dir? So. Go on. Und? So. So. Jetzt haben wir aber wirklich alles aus ihr rausbekommen, was wir rausbekommen können. Okay. Das heißt, sie ist auf diese Party gegangen. Wir gehen davon aus, dass Nathan ihr was untergejubelt hat in ihrem Glas Rotwein, das einzige, was sie getrunken hat. Das war wohl ziemlich krass. Dann hat sie wohl abgetanzt oder so ähnlich. Oder mit Leuten rumgemacht oder wie auch immer. Jedenfalls ist da wohl dieses Video entstanden. Dann ging es ihr anscheinend schlechter. Dann hat Nathan angeboten, sie in die Notaufnahme zu fahren. Weil sie gedacht hat, sie würde sterben, so schlimm ging es ihr. Dann hat sie gesagt, sie erinnert sich nur daran, dass sie sehr lange gefahren ist. Dann war sie in einem Raum oder was, der aussah wie ein Krankenhaus. Der war sehr hell und so. So, dann sprach jemand in einer sanften Stimme. Sie dachte, es wäre ein Arzt gewesen. Dann hat sie Nathan gehört, also der war dabei anscheinend. Und dann hat sie was Spitzes. Oder was? Stachelige, keine Ahnung, irgendwo eine Spitzes oder so in ihrem Nacken gespürt oder an ihrem Hals oder. Und das war alles. Ja, also auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass Nathan da einen Dreck am Stecken hat. Der hat sie offensichtlich wohin gebracht, wo sie nicht hin wollte. Also, sie ist sich ja sicher, dass es keine Notaufnahme war. Ja, okay. Das sind die Hinweise, die wir haben. Ah.
Alles klar, dann würde ich sagen, geben wir ihr mal ihr Buch zurück, oder? Was haben wir, oder können wir noch irgendwas rausholen bei dem, was hier, sie hier zu sagen hat? Jesus, this is intense. If Kate wasn't out of it and is actually telling the truth. Ja gut, das haben wir schon gehört. Ja, wie gesagt, also ich denke mal, zumindest, ich denke nicht, dass sie sich was ausdenkt. Also es kann sein vielleicht, dass sie sich irrt, weil sie einfach so unter Drogeneinfluss sozusagen stand. Ja. Aber ja, also sie wird auf jeden Fall versuchen, die Wahrheit zu sagen. Alles, was sie sich erinnern kann, ne? So wie ich sie einschätzen würde. Ich meine, man könnte die Theorie aufstellen wie Max, dass sie vielleicht ein Doppelleben führt, aber also, nee, da glaube ich irgendwie nicht dran. Ja, okay. Das Buch zurückgeben. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Zur Polizei gehen. Also wir haben ja einige Anhaltspunkte, ne? Ich meine, wenn wir jetzt, angenommen, sie würde zur Polizei gehen, wir haben den Hinweis, dass Nathan sie anscheinend unter Drogen gesetzt hat. Und sie dann wohin gebracht hat, wo sie eigentlich nicht, wo er nicht gesagt hat, wo er sie hinbringen würde, also woanders hin. Also hatte das anscheinend, keine Ahnung, hatte das wohl vorher geplant oder so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich, ja, eine Schuld bei Nathan zu finden. Und wir haben da die Anhaltspunkte. Die Frage ist, wenn wir damit zur Polizei gehen würden, ja. Ich meine, Nathan ist einflussreich, also seine Familie ist einflussreich, ne. Und wenn wir ihm dann Sachen anlasten, ist die Frage, wie die darauf reagieren. Ich meine, so wirklich Beweise haben wir ja nicht. Ich meine, wir können zwar behaupten, ja, Nathan hat dir was untergemischt, aber dann könnte Nathan sagen, nö, stimmt gar nicht. Was er wahrscheinlich auch tun wird. Also haben wir im Endeffekt gar keine Beweise. Ich meine, man kann natürlich zur Polizei gehen und schon mal sagen, hey, guckt euch das doch mal bitte an, denn ja, denn da sind wir uns sicher, dass das so war. Ich meine, sie müssten dem doch dann theoretisch eigentlich nachgehen, oder? Die Frage ist, ob sie was finden werden, ne? Das ist die andere Sache. Ich werde mir sowieso beide Varianten anhören. Ich tendiere eher zur Polizei gehen, denn ich meine, die Polizei ist ein Freund und Helfer. Das kann auch theoretisch nicht schaden, wenn man schon mal denen sagt, hey, da stimmt was nicht. Da ist was passiert. Noch weiß die Polizei ja davon gar nichts. Und ich meine, wenn man der Polizei sagt, Nathan würde mit Drogen hantieren, dann überprüfen sie das vielleicht und finden vielleicht was, ne? Die können natürlich auch sagen, ey, du erzählst nur Blödsinn, du hast gar keine Beweise, warum sollten wir danach suchen und unseren, keine Ahnung, vielleicht finanzieren die ja die Polizei, die Prescotts. Dass sie ihren Geldgeber sozusagen, nee, weiß nicht, keine Ahnung. Nee, wie gesagt, ich tendiere zur Polizei gehen, denn eigentlich dürfte da nichts schief gehen. Also ich würde auch in der Theorie, in der Realität im Zweifelsfall immer zur Polizei gehen, weil ich schon der Meinung bin, dass man der Polizei vertrauen kann. Es sei denn, man hat selber Dreck am Stecken, aber das, also zumindest in Kates Fall, sie hat ja überhaupt keinen Dreck am Stecken, so eher negativen Dreck am Stecken sozusagen, also im Gegenteil. Wie gesagt, ich tendiere zur Polizei gehen, deswegen, weil ich mir beides anhören will, sage ich erst nach Beweisen. So. Vielleicht kriegen wir da nochmal eine neue Perspektive. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Good job, Dr. Max.
She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Also, das hast du aber sehr hart ausgedrückt. Das ist das, was du beweisen musst. Aber es stimmt schon. Also, ich meine, wenn man dann zur Polizei geht und sagt dann, hey, dieses Video ist entstanden, also da kann Kate nichts dafür, weißt du? Und dann gucken die sich das an und sehen, wie Kate mit allen möglichen Leuten rummacht. Ja, und dann, ja, dann denken sie sich auch ihren Teil. Aber trotzdem, ich würde trotzdem, ich glaube, ich bleibe trotzdem dabei. Ich würde, ja, wir haben wirklich keine Beweise, eher sogar was dagegen spricht. Aber trotzdem. Also zumindest, Kate hat nichts zu verlieren. Ich meine, sie hat sich ja nirgendwo strafbar gemacht oder sowas ähnliches. Deswegen, sie hat wirklich nichts zu verlieren. Deswegen, auf jeden Fall zur Polizei gehen. Also nochmal zurück. So, da sind wir wieder. Also, wie gesagt, zur Polizei gehen. Sie hat nichts zu verlieren. Yes, you should definitely go to the police, Kate. I totally believe every word you say. Nathan Prescott is truly dangerous. Bless you, Max. I will go to the police. And also Principal Wells. With you as my backup witness, they'll have to take us seriously now. Backup witness? Well, I mean, I believe you in everything, but we're still just spoiled punk students to the cops and faculty. I just think we need to be very careful here. Why? Careful of what? Nothing. Except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Even though that rich bastard has earned some serious bad karma. He'll get it. Time out, Max. You actually told Kate to go to the police and the principal after getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit. Mensch, Max, bist du vielleicht doof, ey? Also, weißt du, du hast dir gerade so Hoffnung gemacht und dann kommst du wieder, wir müssen vorsichtig sein. Wir sind ja nur dumme Schüler. Alter. Warum? Warum machst du es ihr denn so schwer? Naja, jedenfalls bleiben wir dabei. Jesus, this is intense. Ja. If Kate wasn't out of it and is actually telling the truth. Ich meine, wir haben jetzt dem Direktor schon gesagt, ja, Nathan ist gefährlich, weil er mit einer Waffe rumläuft. Ich meine, der Direktor hat zwar gesagt, es wäre Lügen, wahrscheinlich, weil der Nathan das ihm erzählt hat und er ihm wahrscheinlich einfach mal glaubt, weil seine Familie die Schule finanziert. Ja, ich meine, gut, Max ist jetzt auch in einige Dinge reingezogen worden, ja, weil Nathan hat, also ich meine, wie gesagt, wir vermuten bisher, dass alles, was so rumgeistert an Drohungen, dass das alles von Nathan kommt. Ja. Deswegen haben wir ja eigentlich theoretisch, also von dem, wo wir vermuten haben, erstmal nur eine Person, mit der wir Probleme haben. Und die ist ja sowieso. Ja, hat der sowieso Träger am Stecken. Also, wie soll ich sagen? Ich glaube, das ist ganz gut so. Weil jetzt noch mehrere Leute, verschiedene Leute, haben jetzt was gegen Nathan vorzubringen. Das heißt, ja. Wenn wir genug Leute zusammenkriegen, ich meine, wir haben jetzt schon 3 Leute, die mit Nathan schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also ich meine, Max hat die Waffe gesehen. Chloe auch. Also andererseits wurde Chloe auch von Nathan, also unter Drogen gesetzt, ne? Also, da haben wir schon mal ein Beispiel, dass das schon mal passiert ist. Also, ja, wie gesagt, das hat Nathan schon mit Chloe gemacht, was wir jetzt so ähnlich von Kate hören, ne? So im Großen und Ganzen.
Ja, da hätten wir schon mal drei Leute, die ein Problem mit Nathan haben und die halt auch ihre Geschichte haben, die sie erzählen können über was Nathan angestellt hat. Irgendwann muss es doch mal genug sein, um ihm Stress zu machen, dem Nathan. Ich meine, vielleicht hat er auch Angst einfach nur mit seinen Drohungen, die er da wahrscheinlich verschickt. Okay. Wir haben jetzt jedenfalls hier alles abgehakt. Ich würde sagen, da ich mit Kate nicht noch weiterreden kann, sie ist anscheinend wieder nicht in der Stimmung zu reden. Dann würde ich mal sagen, lassen wir sie mal in Ruhe. Ich hoffe, sie hat ein bisschen Hoffnung gekriegt dadurch, auch wenn Max das diesen hoffnungsvollen Moment wieder zerstört hat mit ihrem Vorsichtigsein, aber gut. Ja, gute Besserung, Kate. Gehen wir mal weiter. Chloe wartet. Wir lassen sie auch wieder ganz schön lang warten hier. Die Warren. So. Oh. Ah ja, wenn man vom Teufel spricht, ne? Moment. Max, Essen, du Wales, seh dich da. Richte beim Texten keinen Finger. Hurra, Frühstück, keine Emojis. Ich mag Chloe. Ja. Kann ich ja nochmal rein? Kann ich sogar. Aber ich habe ja nichts verloren. Deswegen wieder raus. Wir haben uns ja schon alles angesehen. Gut, dann raus. Raus aus diesem Haus. Da ist immer noch Brooke. Da ist Dana. Wow, das wollte ich nicht. Falsche Taste. Niemand. Noch nicht mal ein Kommentar. Von Max. Hey Dana, kann ich noch mit dir reden? Wahrscheinlich nicht. Let's talk later, Max. Dachte ich es mir doch. Ja, die ganzen Leute haben sich verzogen. Kann ich noch dahin gehen? Jetzt mittlerweile? Ja, kann ich. Also könnte ich wahrscheinlich den Link jetzt noch wegwischen, wenn ich das nicht schon getan hätte. Ich kann das nochmal benutzen. Haha, witzig. Water is almost as good as a cup of strong tea when I'm in sleepy mode. Okay, nochmal bitte. Hello, water. Sorry, I forgot. Ich nicht. Oops, I forgot about the water pressure. Ich nicht. Ach, eine Sache wollte ich noch zeigen, was ich ganz witzig fand. Out of order. Sorry. Who cares? You bitch. Witzig. Ich bräuchte so Stempel. Witzig, nicht witzig. Ich müsste mir die mal zulegen. Da würde ich dann, wenn hier im Spiel eine witzige Stelle draufkommt, würde ich dann einen Stempel nehmen und auf den Monitor hauen. Witzig. Ach ja, wie auch immer. Rachel ist a whore. Ich habe eine Vermutung, wer das geschrieben haben könnte. Ich kenne nämlich bisher eine Person, die ein Problem mit Rachel hat. Vielleicht gibt es dann noch mehr, aber diese eine Person fällt mir momentan ein und die geistert auch hier in diesen Wänden rum. Okay, jetzt aber wirklich. Wir haben hier nichts mehr verloren. Ich werde mit Brooke auch nicht mehr reden können. Really, Max? Ja, ich weiß. Ich gehe ja schon. Ab nach draußen.